Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, der uns das Leben, den Glauben, die Hoffnung und die Liebe geschenkt hat. Seid herzlich willkommen am Palmsonntag zum Familiengottesdienst. Die Karwoche beginnt mit Jesu Einzug in Jerusalem. Die Leute haben damals frenetisch gejubelt. Sie dachten, jetzt wird alles gut. Sie hofften auf ein besseres Leben. Sie liebten Jesus, weil er so anders war. Und sie hatten keine Ahnung, was in dieser Woche alles geschehen würde. Lasst uns doch heute mal so tun, als wüssten wir das auch nicht. Wir beten. Christus, wir glauben, dass du lebst. Nimm uns bei der Hand und halte uns fest genug, dass es uns Sicherheit gibt. Begleite uns, wenn wir träumen und auf eine gute Zukunft für uns und die Generationen nach uns hoffen. Begleite uns, wenn wir daran denken, dass uns bald wieder ein normales Leben möglich sein kann. Begleite uns, wenn wir anderen sagen, wie wunderbar es ist, an dich zu glauben und mit dir unterwegs zu sein. Amen. Ihr seid eingeladen zum Mitsingen, sofern ihr die Masken aufbehaltet. Das erste Lied, Ich mach mich locker, und das zweite Lied kommt gleich im Anschluss, Der Himmel erfüllt mein Herz. Ich weiß nicht, wie eure Woche gewesen ist, ob sie eher locker war, eher entspannt oder vielleicht doch auch ganz schön stressig oder vielleicht von beidem etwas dabei. Oft ist es aber so, dass dann irgendwas so bei uns hängen bleibt, ja, an Gedanken, an Dingen, die uns so beschäftigen. Und dann finde ich es schön und gut, wenn wir einen Ort finden, einen Zeitpunkt finden, wo wir das einfach Gott abgeben können, Gott sagen können, was uns beschäftigt. Und das meint das Lied, ich mach mich locker und schüttel alles ab. Und damit man das gut mitmachen kann, gibt es auch Bewegungen dazu. Hier in den Kirchenbänken vielleicht etwas schwieriger, zu Hause einfacher vor den Bildschirmen. Das geht nämlich so, wir machen das mal vor, wir drei. Ich mach mich locker, das geht so. Ich mach mich locker und schüttel alles ab. Sorgen, Stress, angespannt, Mann, hab ich das satt. Ich mach mich locker und schüttel alles ab. Sorgen, Stress, angespannt, Mann, hab ich das satt. Das war sozusagen das Vorspiel. Jetzt kommt noch die Gitarre dazu und macht gerne mit. Ich mach mich locker und schüttel alles ab. Sorgen, Stress, angespannt, wann hab ich das satt? Ich mach mich locker und schüttel alles ab. Sorgen, Stress, angespannt, wann hab ich das satt? Mit allem, was durch meine Gedanken fegt, komm ich zu meinem Gott, der mich versteht. Erzähl von meinen Sorgen und fahr nicht aus der Haut, denn man kann entspannt sein, wenn man Gott vertraut. Ich mach mich locker und schütte alles ab. Sorgen, Stress, angespannt, Mann, hab ich das satt. Ich mach mich locker und schüttel alles ab.
Sorgen, Stress, angespannt, Mann, hab ich das satt. Red ich mit Gott, macht er mir wieder eines klar. Ich geb einfach mein Bestes und bin dankbar. Sein Frieden kommt in mich, verrückt, wie das funktioniert. Den kann mir keiner nehmen, egal was heute passiert. Ich mach mich locker und schütte alles ab. Sorgen, Stress, angespannt, Mann, hab ich das satt. Ich mach mich locker und schütte alles ab. Sorgen, Stress, angespannt, Mann, hab ich das satt. So, vielleicht sind wir ja jetzt ein bisschen lockerer. Der Himmel erfüllt mein Herz, so heißt das nächste Lied. Und vielleicht haben damals die Leute in Jerusalem ja auch ganz laut das, so ein ähnliches Lied gesungen. Und dann haben die bestimmt das so gemacht. Oh, 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 oh. Der Himmel erfüllt mein Herz. Der Himmel erfüllt mein Herz. Macht mal mit. Oh, 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 oh. Der Himmel erfüllt mein Herz. Oh, 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 oh. Der Himmel erfüllt mein Herz. Nochmal. Oh, 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 oh. Der Himmel erfüllt mein Herz. Oh, 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 oh. Der Himmel erfüllt mein Herz. Der Herr ist mitten unter uns, der Himmel erfüllt mein Herz. Er hat mich lieb, so wie ich bin, der Himmel erfüllt mein Herz. Ich bin so froh, dass er mich fand, der Himmel erfüllt mein Herz. Er steht zu mir und hilft mir auch, der Himmel erfüllt mein Herz. Der Himmel erfüllt mein Herz, damit ich ewig leben kann. Der Himmel erfüllt mein Herz. Ja, Jesus gibt mir Zuversicht. Der Himmel erfüllt mein Herz. Sein Wort steht fest und gilt für mich. Der Himmel erfüllt mein Herz. Oh, 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 oh. Der Himmel erfüllt mein Herz. Der Himmel erfüllt mein Herz. Und wir haben ja schon das Stadttor von Jerusalem aufgebaut. Meine Damen und Herren, große und kleine Leute von nah und fern, hier vor Ort oder zu Hause vor den Bildschirmen. Herzlich willkommen hier vor den Toren Jerusalems. Ja, hier ist ganz schön was los. Viele Leute sind da. Kein Wunder. Denn wir feiern ja bald das Passafest. Heute ist irgendwie eine besondere Stimmung. Irgendwie ein bisschen anders als sonst. Vielleicht hat das was mit den Gerüchten zu tun, die jetzt vor ein paar Tagen hier in Jerusalem eingetroffen sind. Die Gerüchte sagen, dass es da einen Mann gibt, einen Mann namens Jesus,
der in Bethanien, das ist ein Ort nicht weit von hier, haltet euch fest, einen Verstorbenen zum Leben erweckt hat. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Toter kommt aus seinem Grab und ist quicklebendig. So etwas kann nur Gott gemacht haben. Ah, da sehe ich Rahel. Rahel ist meine Nichte aus Bethanien. Rahel, warte mal. Bei den vielen Leuten, kannst du mich verstehen? Hörst du mich? Ja, hallo Onkel, ich kann dich verstehen. Super, sag mal, ist das wahr, dass bei euch ein Toter erweckt worden ist von diesem Jesus? Ja und ob, das stimmt. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Und dann, irgendwie war es eigenartig und gleichzeitig so bewegend. Wenn ich es nicht selber gesehen hätte, könnte ich es noch nicht mal glauben. Und das war dieser Jesus? Genau, das war Jesus. Ganz einfach. Er hat nur etwas gesagt und dann ist es passiert. Gott ist so mächtig, stärker als der Tod. Aber ich muss weiter. Jesus kommt gleich hier vorbei und ich will ihn begrüßen. Mach's gut, Onkel. Mach's gut, Rahel. Das ist doch der Hammer. Ich hätte es nicht geglaubt. Wartet mal, da hinten, da ist ja Sarah. Sarah kenne ich von Jericho, denn sie ist die Frau von Timäus und Timäus hat dort den Schnellimbiss. Sarah, warte mal, du, ich habe da mal eine Frage. Ach, du bist es, Simon. Ganz schön was los hier bei euch. Ja. Sarah, war bei euch auch dieser Jesus? Na klar, und er hat so viel Gutes getan. Deswegen bin ich übrigens auch hier. Ich will ihn unbedingt noch einmal sehen. Mein Sohn ist hier auch irgendwo. Dein Sohn? Bartimäus? Ich denke, der ist blind. Er war blind. Er kann sehen. Und seitdem ist er unterwegs mit Jesus. Er ist mitgegangen. Mit Jesus? Jesus hat ihn doch geheilt. Das war so bewegend. Wow. Du kannst dir das gar nicht vorstellen. Nein. Aber ich muss jetzt weiter. Ich glaube, da hinten ist er. Bartimäus? Nein, Jesus. Also bis bald. Ja, mach's gut. Ich fass es nicht. Die sind ja alle richtig begeistert, aufgeregt und fröhlich. Und alles wegen Jesus. Und da hinten sehe ich doch tatsächlich Menschen, die von den Bäumen die Zweige runterreißen und auf die Straße legen. Und manche ziehen ihre Gewänder aus und legen die auch hin, um Jesus zu begrüßen. Hey, jetzt reitet er auf einem Esel hier in unsere Stadt rein. Wow. Und alle sind fröhlich und stimmen Lieder an und so und sind glücklich. Außer da hinten vielleicht, die da hinten, die gucken so ein bisschen kritisch. Egal, ich will jetzt auch mal dahin gehen, ein bisschen näher an den Ort des Geschehens. Macht's gut. Genau, alle sind fröhlich, stimmen Lieder an, haben Grund zum Danken, zum Loben und ich möchte euch jetzt einladen in den Chor der 10.000, um das Lied gemeinsam zu singen. Jesus zieht in Jerusalem ein, Jerusalem hier vorn, unser Stadttor, dieses Lied ganz leicht zu singen. Ich helfe mit und es gibt den Ruf Hosianna, der geht dann so. Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höhe. Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höhe. Und da spätestens dort bricht unser Jubel aus und wir singen alle hinter unserem Masten kräftig mit. Bewegt die Lippen, lobt Gott. Jesus zieht in Jerusalem ein. Gleich nochmal. Jesus zieht in Jerusalem ein. Klasse. Alle Leute fangen auf der Straße an zu schreien. Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höhe. Jesus zieht in Jerusalem ein. Seht, er kommt geritten, auf dem Esel sitzt der Herr. Hosianna, Hosianna. Und legt ihm Zweige von den Bäumen auf dem Weg. Hosianna, Hosianna.
Hosianna, Hosianna in der Höhe. Jesus zieht in Jerusalem ein. Alle Leute rufen laut und loben Gott, dem Herrn. Hosianna in der Höhe. Prima. Und während dieses Lied noch so ein bisschen in uns nachklingt und wir am Straßenrand stehen, wir viele Menschen, da sehen wir nochmal denen, die geheilt wurden, denen, die blind waren und sehend sind, denen, die lahm waren und wieder gehen können. Viele Menschen dicht gedrängt am Straßenrand, sogar auf den Dächern stehend. Und sie erleben und wir erleben den Einzug eines triumphalen, aber auch zugleich bescheidenen Einzug eines Stars, eines wirklichen Königs, des Gottessohnes. Es ist so ein bisschen wie im Jubel eines vollbesetzten Fußballstadions. Und vielleicht ist das einer dieser großen Momente, wo dir die Augen geöffnet werden, wo die ganze Schwachheit und Zweifel von dir fallen, wo es uns einmal so richtig gut geht, wo wir uns frei, unbeschwert fühlen. Oder genau dieser Moment des Erinnerns, wo dir geholfen wurde, wo du lahm warst und wieder gehen kannst. Wo du für etwas dankbar bist, wenn du an deinem Leben gerade jetzt heute in diesen Tagen und Monaten denkst, dich freust, es in dir jubelt, es dich fast von der Bank hebt. Und genau solche Worte haben wir heute gefunden und können sie hören. Zwei kurze Impulse von Birgit und Tobias für heute. Also ich muss euch was erzählen, was mich in der letzten Zeit total glücklich gemacht hat. Ich durfte in der letzten Zeit in ziemlich vielen Kindergärten in Schönebeck sein. Und ich durfte nicht nur dort sein, sonst bin ich viel zum Singen oder so da. Zu Weihnachten darf ich oft auch kommen. Aber ich durfte diesmal tatsächlich mit dem Thema Ostern in Kindergärten sein. Und das ist gar nicht so leicht, über Ostern im Kindergarten zu erzählen. Aber ich habe den Kindern ganz viel von Verwandlung erzählen können, weil Verwandlung ja ganz viel mit Ostern zu tun hat. Wir haben Blumen verwandelt, also Blumenzwiebeln in Blumen. Wir haben die Geschichte gehört von der Raupe, die sich verwandelt hat in den wunderschönen Schmetterling. Und genauso konnten wir auch von der Auferstehung von Jesus hören. Und mich hat das ziemlich glücklich gemacht. Und ich glaube, den Kindern hat das auch Spaß gemacht. Und manchmal ist das Leben halt einfach bunt wie ein Schmetterling. Als wir den Gottesdienst vorbereitet haben, da habe ich zu Hause mal geguckt, welche Lieder fallen mir denn ein und welche Lieder passen, wenn man an diese Geschichte von Jerusalem denkt, wo die Leute so gejubelt haben. Und da habe ich dann so ein paar Lieder rausgesucht, Lieder, die ich gerne mit Kindern und mit Jugendlichen singe. Und dann habe ich meine Gitarre genommen zu Hause und habe die Lieder mal so durchgesungen. Und da habe ich gemerkt, Mensch, Tobias, das hast du ja schon ganz lange nicht mehr gemacht. Und ich habe gemerkt, dass es richtig schön war. Also es war ein richtig gutes Gefühl. Und es war nicht nur ein gutes Gefühl, es war auch so, dass ich mich auch über Gott gefreut habe in dem Moment. Zum einen sind die Melodien auch schön eingängig gewesen und zum anderen auch ja, der Inhalt der Lieder. Lieder, die wir gerade schon gesungen haben, Lieder, die wir noch singen werden, wo ich merke, hey, es tut mir gut, auch Gott zu loben. Gott zu sagen, dass er mir gut tut und dass er ein Gott ist, der so vieles auch für mich getan hat. Ich bin froh, dass ich von meiner Corona-Erkrankung wieder gesund geworden bin und dass er mich jeden Tag neu beschenkt und dass ich total reich bin. Ja, und das kommt so durch Lieder manchmal ganz gut zum Ausdruck in unserem eigenen Leben. Deswegen macht mir das heute besonders viel Spaß, mit euch auch zu singen.
Ja, vielen Dank. Wir können das hören, mit Gott verändert sich unsere Lage, mit Gott unterwegs zu sein, hebt einfach unsere Stimmung auf, lässt unsere Finger ganz anders in die Tasten greifen oder zur Gitarre greifen. Es ist einfach gut, mit Gott unterwegs zu sein. Wir können uns locker und frei machen, statt das Kreuzige zu schreien. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Viel wichtiger ist es, so wie jeder Mensch einmalig ist, wie ihr alle einmalig seid, wir hier in diesem Gottesdienst oder an den Bildschirmen, wird auch diese Veränderung mit Gott einmalig sein. Lasst uns also hier in Schönebeck, in unserer Stadt und im Umland viel, viel mehr mit unserem Glauben ins Gespräch kommen und uns das mal von der dankbaren Seite angucken, dieses sich sehr bewusst machen, wie sehr wir doch auch darauf angewiesen sind, denn Gott ist es, der unser Leben ermöglicht hat. Und er wird es auch sein, der es mit uns vollendet. Und in diesem Sinne ist es gut, mit Gott unterwegs zu sein. Davon erzählt auch das nächste Lied: So bist nur du, Gott. Zur Seite, was kann uns jemals hindern? Und steht uns Gott zur Seite, wer kann uns widerstehen? Und steht uns Gott zur Seite, was kann uns jemals hindern? Und steht uns Gott zur Seite, wer kann uns widerstehen?
Jetzt gibt's eine Zwischenansage, verbunden mit einer Einladung und einem überregionalen Geschehen. Ich bin gespannt. Wir haben uns gedacht, dass heute ja manches nicht geht. Deswegen bitte ich euch zunächst auf euren Plätzen zu bleiben. Und nicht daran zu denken, was alles schräg und verquer ist gerade in eurem Leben. Da fällt uns sofort was ein. Sondern einen Moment, und Carsten wird uns beim Überlegen auch helfen mit einer ganz leisen, meditativen, dezenten Musik, dass ihr überlegt, was war denn einfach in letzter Zeit, heute früh oder in den letzten Tagen, ein Grund zum Jubeln? Wofür kann ich einfach total dankbar sein? Was war ganz schön? Es gibt was in eurem Leben. Die Aufgabe ist, darüber nachzudenken. Und dann gibt es die Einladung, doch auch nach vorn zu kommen. Hier vorn liegen Zettel und Stifte, dass ihr es aufschreibt mit einem Stichwort oder mit einem Satz oder ihr malt ein Bild dazu, ein kleines. Und dass ihr es dann an das Stadttor heftet. Und wenn am Stadttor kein Platz mehr sein sollte, dann legen wir es auf die Straße, dass wir mit einstimmen können in den Jubel. Und das Komplizierte, was wir noch nie gemacht haben, ist, dass wir alle einladen, die zu Hause, jetzt weiß ich natürlich nicht, welche Kamera gerade auf Sendung ist, ich gucke mal an die hier, alle zu Hause, die ihr jetzt bei YouTube den Gottesdienst mitverfolgt, ihr seid eingeladen, auch mit zu überlegen, auch mit zu schreiben, aber nicht auf den Zettel, sondern in den Chat. Und hier in der Kirche sitzen zwei, die Romy und die Paula, die lesen das mit, was ihr im Chat schreibt und übertragen es für euch auf den Zettel, und wir heften es dann auch mit an das Stadttor oder legen es auf die Straße, und so könnt ihr ganz direkt mit dabei sein, auch wenn ihr heute nicht hier seid. Herzliche Einladung. Was ist so schön gewesen, dass ihr Danke sagen könnt, dass euer Herz total voll Jubel ist heute an diesem Tag? Nehmt euch einen Moment Zeit und lasst euch einladen.
summen Sie mit. Und ein nächstes schönes gemeinsames Lied
Sie haben es bestimmt auf Ihren Zetteln. Du bist der Schöpfer des Universums. Du bist der Schöpfer des Universums. Lasst uns miteinander beten. Gott, danke für diesen Tag. Ich habe schon viele Pläne gemacht und so manche Idee ließ sich nicht verwirklichen. Manchen Plan habe ich begraben. Erst wurde meine Kreativität bejubelt und dann haben sie alles anders gemacht. Das ist oft eine mühsame Erfahrung. Aber was rede ich da? Du kennst das ja alles längst. Dich hatten sie auch erst hochgejubelt und dann nach unten durchgereicht. Du verstehst uns. Und deshalb können wir dich auch so bitten. Wir bitten dich heute für alle, die in falschen Jubel einstimmen. Wir bitten dich für alle, die selbst verblendet sind, aber alle anderen für blind halten, die das große Ganze mit ihren eigenen Interessen verwechseln. Wir bitten dich für alle, die Angst haben zu handeln und deinen Beistand brauchen. Für alle, die niedergedrückt sind, sich ausgeliefert fühlen, die selbst erstarrt sind, aber alle anderen für ruhelos halten. Wir bitten dich für alle, die in ihrer Trauer gefangen sind und Lebensfreude suchen, die ihren weichen Kern mit einer harten Schale schützen müssen. Wir bitten dich für alle, die nichts mehr verstehen können oder wollen. Hilf uns zum Leben um deiner Liebe willen. Lass uns jubeln und mal so tun, als ob es ein Morgen gäbe. Wir beten nun mit deinen Worten, die seit fast 2000 Jahren die Christenheit verbindet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Herr, heb dein Angesicht auf uns und schenk uns deinen Frieden. Amen. Noch die irischen Segenswünsche und ich weiß nicht, jetzt ist es auf dem Liedblatt mit drauf, wunderbar, dann können Sie zumindest beim Refrain gerne mit einstimmen. Das soll unser Auszug für heute sein. Ich sage es laut, was Carsten gerade geflüstert hat. Herzlichen Dank oder Dankeschön an alle, die heute mitmusiziert haben. Dankeschön an alle, die den Gottesdienst mitgestaltet haben, vor allem auch an die Technik, die im Hintergrund wieder ganz fleißig war. Jetzt gibt es noch etwas mit auf den Weg. Und zwar kleine Palmkreuze. Die Anleitung, wie man die faltet, war im letzten Kirchenkurier. Ich weiß nicht, ob ihr das zu Hause schon probiert habt. Es dauert ein bisschen länger, deswegen haben wir es heute im Gottesdienst nicht gemacht. Aber ihr könnt sie mitnehmen, sie liegen hinten am Ausgang. Und ihr durftet ja jetzt im Gottesdienst nicht so miteinander reden und euch austauschen. Deswegen haben wir gedacht, ihr nutzt den Heimweg, um euch von den guten Sachen zu erzählen, über die ihr jubeln könnt, die ihr zum Teil aufgeschrieben habt oder die ihr in euch tragt. Sagt es euch untereinander weiter und wenn ihr jetzt gerade jemanden findet oder mit dem Auto seid, dann sucht euch jemanden, ruft heute jemanden an und erzählt euch von euren Jubelgründen. Sagt mir doch eures Jubels Grund, so heißt es in einem Weihnachtslied. Erzählt es euch weiter und wenn ihr mögt, nehmt diese Kreuze mit und verschenkt sie jemanden, steckt sie jemanden in den Briefkasten oder
klingelt, wie auch immer. Sind genügend da. Herzliche Einladung zum nächsten Gottesdienst. Der passiert zeitgleich in zwei verschiedenen Formen am grünen Donnerstag. Um 18 Uhr ist in der Johanneskirche in Salzelm ein Präsenzgottesdienst, wo man also dabei ist. Und zeitgleich um 18 Uhr wollten wir ein Familienabendmahl per Zoom, also per Videokonferenz feiern. Einige Akteure sind drüben im Gemeindezentrum vor der Kamera und es wird genau angesagt, was alles passiert und wie das geht. Was man braucht, steht auf einem Zettel. Der ist noch nicht fertig. Ich habe gebummelt. Aber es gibt jetzt drüben im Gemeindezentrum schon Kerzen und es gibt schon Abendmahlsbrot, das könnt ihr euch heute mitnehmen. Und wenn ihr diesen Videogottesdienst mitfeiern wollt, zu Hause mit euren Familien Abendmahl feiern wollt, dann schreibt auf die Liste drüben im Gemeindezentrum einfach eure Adresse oder eure E-Mail-Adresse, dann schicken wir euch die Anleitung zu oder ihr holt sie im Laufe der Woche ab. Also, Gründonnerstag, 18 Uhr in der Johanneskirche oder vorm Computer zu Hause. Und wir haben noch was Besonderes ausgedacht. Wir hoffen, dass ganz viele dabei sind bei diesem Videogottesdienst. Und dann richten wir hinterher virtuelle Räume ein. Und da könnt ihr euch mit Leuten, die ihr da auf dem Bildschirm seht, verabreden. Weil wenn da 50 Leute auf dem Bildschirm sind, kann man sich ja nicht unterhalten. Sagt einfach zu irgendjemandem dann in dieser Videokonferenz, wir gehen jetzt in Raum Nummer 3 oder vielleicht heißt er auch Raum Pink, keine Ahnung. Und dann könnt ihr dort als kleine Gruppe, als Familie mit einer anderen Familie zusammen sein. Ihr könnt dann euren Tisch decken zu Hause, miteinander Abendbrot essen, jeder für sich und auch gemeinsam und Zeiten miteinander verbringen. Das haben wir sonst grünen Donnerstag immer im Anschluss ans Abendmahl gemacht, aber das geht ja dieses Jahr noch nicht. Also herzliche Einladung dazu. Die anderen Gottesdienste stehen im Kirchenkurier. Es wird voraussichtlich eine Änderung geben am Ostermontag. Den öffentlichen Spaziergang werden wir doch nicht machen. Es wird 16 Uhr in Elbenau eine Andacht geben. Und ihr seid eingeladen, dorthin zu gehen, dorthin zu fahren, zu spazieren. Vielleicht trefft ihr zufällig im Wald jemand, könnt ihr euch unterhalten. Nehmt euch Handgepäck mit und was zu trinken für unterwegs, weil wir kein Kaffeetrinken anbieten können. Oder ihr geht in Elbenau in die Eisdiele, das ist auch immer sehr schön. Und 16 Uhr ist die Andacht in Elbenau, also nicht hier auf dem Gelände. Wenn ihr noch was wissen wollt, dann schreibt einfach oder ruft an, ist ja noch eine Woche Zeit. Wir bitten am Ausgang um eine Kollekte für die ökumenische Arbeit in unserer Kirche. Da sammeln wir auf dieser Seite des Gangs und auf der anderen Seite des Gangs sammeln wir für unsere eigene Gemeinde. Gott segne alle Geber und die Verwendung der Gaben mit dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Habt einen guten Sonntag und jubelt noch ein bisschen. Auf Wiedersehen.